Hallo, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Modell und Bahn. Und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Heute sind wir hier in Arnstadt, im BW Arnstadt Historisch, zur Langen Nacht der Museen. Ich lade Sie herzlich ein, mit uns hier einen kleinen Rundgang zu machen. Doch bevor wir uns auf dem Gelände hier beim BW Arnstadt historisch umschauen, habe ich noch folgendes Thema im Gepäck. Neben der Stippvisite hier in Arnstadt stelle ich Ihnen in unserem Kurzporträt das private EVU, die ODEC, die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH vor. Mein Besuch gilt heute dem Bahnbetriebswerk Arnstadt historisch. Und des besseren Überblicks wegen verschaffe ich mir aus der Vogelsperspektive einen Überblick. Und das hat manch Eisenbahnfreund so noch nicht gesehen. So, jetzt bin ich wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen und ich schaue mich auch gleich um. Es soll ein Museumstag, nein besser eine Museumsnacht stattfinden, die schon am Tag beginnt. Klingt etwas verwirrend, ist es aber nicht. Ich suche nach einem Gesprächspartner, um etwas Näheres zu erfahren. Ich beobachte ein Vereinsmitglied mit einem Akkuschleppfahrzeug, der gerade die E95 an ihren Platz buxiert. Also halte ich ihn mal kurz von seiner Arbeit ab. Steffen Stieler ist, so habe ich in Erfahrung gebracht, ein langjähriges und rühriges Mitglied des Vereins in Arnstadt. Meine Frage also, was reizt den Besucher hier in Arnstadt besonders? Ja, besucht werden die Veranstaltungen sehr gut, da ja viele Leute sonst keinen Zugang zu den historischen Fahrzeugen haben und hier können sie halt die mal angucken und anfassen. Eisenbahn zum Anfassen, das ist das, was der Besucher hier findet. So ist das also, klare Sache, das gefällt nicht nur mir. Und natürlich auch den zahlreich erschienenen Eisenbahnfans, die fleißig am Fotografieren und auch am Filmen sind. Nur einen Besucher lässt das kalt. Na gut. Ich gebe zu, das würde jetzt auch etwas komisch aussehen. Steffen Stielers Begeisterung zur Arbeit des Vereins hat mich weiter neugierig gemacht. Aber wir machen ja nicht nur diese Eisenbahnfeste hier vor Ort. Wir fahren auch zum Beispiel zu anderen Veranstaltungen und anderen Vereinen. Das heißt, ihr fahrt mit euren historischen Lokomotiven weg oder wie funktioniert das? Ja, wir selber können nicht wegfahren, aber die anderen Vereine, die eine Teilnahme unserer Loks wünschen, da werden wir durch andere Betriebswege Lok dorthin gefahren, um halt bei den Vereinen teilzunehmen. Das ist zum Beispiel beim DB-Museum Halle oder dem Dampflokwerk Meiningen oder das Beste letztes Jahr beim DB-Museum in Koblenz konnten wir eine Teilnahme haben. Also Koblenz ist ja ein ganzes Stück weg. Ich greife jetzt einfach mal das Stichwort auf. Mit wie vielen Lokomotiven oder mit welchen Lokomotiven seid ihr eigentlich dahin gefahren? Ja, wir sind von uns, vom Verein, mit 3 Dieselloks dorthin gefahren. Geschleppt hat uns die Werklok von Meiningen, vom Dampflokwerk. Ja, das waren 390 Kilometer. Und das war schon nicht ohne. Wir waren 13 Stunden unterwegs. Das war schon echt anstrengend. Und die Dieselloks, was waren das für welche? Ja, wir waren mit der 118-005, mit der 120-254 und mit der V60-1100 dort. Da habt ihr euch ja eigentlich von dem Heimatterritorium dieser Lokomotiven ganz schön weit entfernt. Und nun kommt man hier aus Arnstadt mit 3 typischen Vertretern ostdeutschen Lokomotiven. Wie kommt das bei den Zuschauern eigentlich an? Ah, das kam sehr gut an. Die waren recht begeistert, da sie eine Gegenüberstellung von den Loks gleicher Bauarten von der Bundesbahn und Reichsbahn vor Ort hatten und konnten sich halt diese Reichsbahntechnik mal angucken, was sie gerade im DB-Museum Koblenz so weit weg nicht sehen konnten. Und wir waren total begeistert empfangen worden. Es war eine wunderschöne Veranstaltung. Apropos wunderschöne Veranstaltung, das soll ja hier in Arnstadt auch über die Bühne gehen. Das Museum füllt sich langsam, die Besucher pendeln zwischen der Fahrzeugausstellung auf dem Freigelände, der Schmiede und dem improvisierten Kino mit Infotafeln. Mittlerweile haben auch die Museumslokomotiven ihren Aufstellungsplatz gefunden. Und das ist dann der Anblick, den der Eisenbahnfan hier erwartet. Ich suche mir den nächsten Gesprächspartner, was bei dem Getümmel auf dem Gelände auch nicht ganz so einfach ist. Wer sucht und hartnäckig ist, der findet. Es ist Klaus Thiele, der 2. Vorsitzende des Vereins. Ihn frage ich zunächst nach seinem Hauptberuf. Lokführer.
Und mit welchen Zügen ist er unterwegs? Naja, berufsmäßig ICE und ICE-Ts und Intercity-Züge. Nun, wenn man berufsmäßig schon mit Zügen unterwegs ist und dann noch in der Freizeit sich damit beschäftigt, sitzt wohl der Virus sehr tief. Ja, ich würde sagen, das ist eine schwere Infektion. Ja, das ist schon jahrelang mein Hobby und es gilt mir, der Umgang mit den alten Maschinen und das zu erhalten und zu pflegen und eben die Technik kennenzulernen und auch neu beherrschen zu lernen. Und wie viele machen hier im Verein mit? Wir sind ca. 50 Leute hier im Verein. Der harte Kern sind 15, 20. Nun weiß ich ja, dass es hier verschiedene Projekte oder verschiedene Lokomotiven aufgearbeitet worden sind, beziehungsweise wieder betriebsfähig gemacht worden sind. Was war denn das Prägnanteste in der letzten Zeit? Naja, so weit sind wir leider noch nicht, dass sie betriebsfähig sind. Wir sind dabei. Wie jetzt? Naja, betriebsfähig heißt, dass sie rumfahren dürfen. Können tun sie es schon, aber sie dürfen noch nicht. Also da sind noch einige Arbeiten zu tun. Die 120-274 ist das Projekt, was wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben. Das soll, wenn es alles klappt, die erste werden, die wir betriebsfähig und zugelassen hinkriegen. Danach folgen dann je nach Arbeitsaufwand die 118.005 und oder die V60-1100. So, die kleine, die wir hier sehen, die ist schon so gut wie fertig. Und ja, und dann müssen wir gucken, was noch kommt. Vielleicht kriegen wir auch mal irgendwann einen Dampfer wieder hin. Einen Dampfer wieder hin? Welchen ist denn da gedacht? Naja, es streiten sich natürlich die Gemüter. Wir haben versucht, da in der logischen Folge zu gehen, und wir sind eigentlich da auf der 65er hängen geblieben, weil das für vom Einsatzspektrum her ist, sie ist 90 km/h schnell und sie kann vorwärts und rückwärts 90 fahren und ist natürlich hier eine regiontypische Lokomotive. Das wird da also sehr gut passen. Dann sind wir mal gespannt, wie das weiter oder in Erfüllung geht mit der Aufarbeitung der Lokomotiven. Wir bleiben da mal dran. Ein besonders schönes Stück einer E-Lok wird gerade dem Publikum vorgeführt. Es ist die E95, eine, wie ich finde, Hammerlok. Ihr Haupteinsatzgebiet war die elektrifizierte Schlesische Gebirgsbahn zwischen dem ehemaligen Hirschberg, dem heutigen Jelinagura und Görlitz. Die Deutsche Reichsbahn hatte 1924 die AEG beauftragt, elektrische Lokomotiven zu entwickeln, die auf dieser Strecke 2200 Tonnen Kohlezüge und 530 Tonnen Personenzüge mit 45 km/h Reisegeschwindigkeit befördern können sollte. Als Höchstgeschwindigkeit waren 65 km/h gefordert. Eine weitere Lok auf der Drehscheibe lässt wohl den Freunden der russischen Großdiesel das Herz höher schlagen. Es ist eine Tiger-Trommel. Und ich habe auch gleich den kompetenten Gesprächspartner für diese Lok an meiner Seite. Es ist Lokführer Andreas Drache. Ja, die 120-274, das war oder ist die offizielle Museumslok der DB. Und als hier in Arnstadt die Museumsdampfloks zusammengezogen wurden, sind natürlich auch ein paar Dieselloks mit dazugekommen. Und das war dann die 120-274. Sie ist betriebsfähig gewesen, noch als Museumslok gelaufen bis 1998, bis zum Fristablauf. Und dann ist natürlich leider keine HU wieder gemacht worden, die Lok war dann noch betriebsfähig, solange wie die Batterien noch funktionierten. Aber jetzt steht die Lok hier. Jetzt steht sie hier, ist wieder funktionstüchtig. Dazu kommen wir gleich. Ja. Jetzt müssen wir natürlich erstmal eine Statistik klären, weil viele Zuschauer würden sagen, ja, wo ist denn die eigentlich original gelaufen, bis zum Cut, zur Wende sozusagen. Weißt du das zufällig? Das war eine Gera-Lok, lange Zeit. War die Jugendlok, war im BW Gera, Einsatzstelle Greiz. Mit Herrn Kandl gibt es ja da auch ein schönes Video, wo er genau auf dieser Lok ist und die roten Tupfer da bewundert, die auf diesen Zylinderkopf schrauben. Ja, und genau die Lok ist das. Der Motor, so erfahre ich, ist Baujahr 1989, also ein Wendemotor und noch relativ jung. Also spricht doch vieles dafür, diese Maschine wieder zum regelmäßigen Einsatz zu bringen, oder? Es war ursprünglich damals im Jahr 2012 vorgesehen, dass sie läuft, sich mit eigener Kraft hier im Museums-BW-Gelände bewegen kann, aber mehr zunächst nicht. Und das heißt zunächst? Ja, zunächst, das hat natürlich keiner geahnt, dass da personelle Veränderungen
gekommen sind hier in unserem Verein. Es ist auch, ich will mal sagen, ein Generationswechsel eingetreten, dass jetzt auch verstärkt die Diesellokomotiven in den Fokus rücken. Und durch Neuzugänge von Vereinsmitgliedern, die eben auch hier viel bewirkt haben, ist nun der Gedanke gekommen, da mehr draus zu machen, als nur die Lok tuckert ein bisschen im BW beim Fest und dann ist es das gewesen. Haben Sie das Stichwort gesagt, der Eisenbahnfreunde, die vielleicht darauf gewartet haben, die Maschine wird vielleicht in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Wann ist es denn soweit? Naja, dazu können wir nun genau nichts sagen. Wir haben nur auch das Problem, wie anderswo auch, dass man Termine hat und dann Probleme eintreten und dann Termine nicht so gehalten werden können. Aber die 120-274 hat halt die günstige Voraussetzung, dass sie schon Funk und Indusi draufgerüstet bekommen hat. Wir dürfen gespannt sein, wie es mit dieser Lok weitergeht. Und mit diesen abschließenden Worten leite ich jetzt zum zweiten Thema der Sendung über, dem Kurzporträt der ODEC. Private EVUs, übersetzt heißt das Eisenbahnverkehrsunternehmen, gehören als Mitbewerber der Deutschen Bahn auf dem Schienennetz längst zum Alltag und befördern regional täglich tausende zufriedene Fahrgäste. Im Kurzporträt stelle ich Ihnen heute die ODEC, die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, vor. Die ODEC erbringt mit ihren 42 gelb-grünen Zügen und rund 240 Mitarbeitern Nahverkehrsleistungen der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Auf insgesamt 11 Linien mit einer Streckenlänge von rund 1200 Kilometer ist die ODEC die größte private Eisenbahn im Osten Deutschlands. Die attraktive gelb-grüne Fahrzeugflotte besteht aus dem Regio-Shuttle RS1, dem Desiro Classic, dem GTW 26 und dem innovativen KISS Baureihe 445. Diese Fahrzeugflotte legt täglich sage und schreibe ca. 33.000 Kilometer zurück. Das wirft bei mir sofort die Frage nach Betreuung, Reparatur und Wartung auf. Ich habe mich deshalb nach Eberswalde zur ODEC begeben und mich mit dem Geschäftsführer Andreas Schott verabredet. Wer jetzt ODEC verstanden hat, hat richtig gehört. Die ODEC ist die Instandhaltungsgesellschaft, also eine hundertprozentige Tochter der ODEC. Gewartet und gepflegt werden die Fahrzeuge an den Standorten Eberswalde, Parchim und Görlitz. Wir haben hier aktuell 42 Mitarbeiter verteilt auf die drei Standorte. Je nachdem, wie viele Mengen wir an Fahrzeugflotten in den einzelnen Werkstätten bedienen, haben wir eine entsprechende Anzahl an Personal. Hier in Eberswalde haben wir aktuell 14 Mitarbeiter, in Görlitz sind wir 15 Mitarbeiter, in Parchim sind wir aktuell 5 Mitarbeiter. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch eine sehr schmale, sehr schlanke Overhead-Organisation, die aber notwendig ist, um hier natürlich auch den Formalismus ableisten zu können. Das Arbeiten an solchen modernen Fahrzeugen ist sicherlich attraktiv. Wie attraktiv ist es für junge Menschen in der Ausbildung? Ja, wir bilden Mechatroniker hier aus, um letzten Endes auch für diese Aufgabenstellung der betriebsnahen Instandhaltung an mittlerweile sehr modernen Fahrzeugen geeignetes Personal selbst zu qualifizieren. Es ist ausgesprochen schwierig, Fachleute auf diesem Gebiet, insbesondere in diesen Regionen, in denen unsere Werkstätten angesiedelt sind, zu bekommen. Insofern ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir eigene Leute hier heranziehen. Und welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen? Ja, Sie müssen vor allen Dingen eisenbahnbegeistert sein. Das ist klar, Sie müssen Spaß daran haben, Fehler zu suchen, Probleme, technische Probleme zu lösen. Sie müssen, wir sagen, eine Schraubermentalität haben. Der Schulabschluss, dort reicht ein mittlerer Schulabschluss. Es ist nicht notwendig, hier ein Abitur zu haben. Die wirklich notwendigen Fähigkeiten lernt man sowieso hier. Natürlich sollte man in den naturwissenschaftlichen Fächern
halbwegs über die Runden gekommen sein, wenn man sich hier vorstellt, das ist ein Auswahlkriterium, aber für uns ist jetzt die Fremdsprachen oder die musischen Fächer nicht so im Vordergrund, um die Eisenbahnfahrzeuge instand halten zu können. Das wird jetzt sicherlich wie Musik in den Ohren derjenigen klingen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen. Ich blicke ein wenig wehmütig den vorbeirauschenden Zügen hinterher. Als Lokführer hinter dem Führerstand sitzen, das wäre was. Ich wollte es mal werden, und da war er wieder, mein Kindheitstraum. Da fällt mein Blick auf einen Schriftzug eines Anhängers, der mich elektrisiert und nicht mehr loslässt. Also könnte da doch mein Traum noch in Erfüllung gehen? Neugierig geworden, Tür auf und ich stehe in einem modernen Fahrtrainer für Triebfahrzeugführer. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sven Reier, der Leiter der Aus- und Fortbildung, nimmt sich die Zeit, meine neugierigen Fragen zu beantworten. Schlagartig war ich meinem Kindheitstraum auf einmal ganz nah. Und was ist das für ein Führerstand? Also das ist der Führerstand der Baureihe 445, ein Stadler KISS, der von der ODEC auf den elektrisch betriebenen Strecken eingesetzt wird. Höchstgeschwindigkeit 160 ist unter anderem zwischen Cottbus und Wismar oder zwischen Rathenow und Jüterbock anzutreffen. Wie wird man denn nun Triebfahrzeugführer bei der ODEC? Ja, als erstes müssen Sie uns mal eine Bewerbung schicken und ja, dann müssen Sie ein paar Voraussetzungen erfüllen, die vorgegeben sind aber. Also das heißt, Sie müssen am Ende der Ausbildung mindestens mal 20 Jahre alt sein. Sie müssen medizinisch und psychologisch geeignet sein. Sie müssen einen Schulabschluss haben, das ist auch vorgegeben. Und Sie müssen vor allem Spaß an dem Beruf und an der Herausforderung haben. Herausforderungen können wir auf jeden Fall sehr viel bieten. Na, diese Bedingungen würde ich doch glatt erfüllen. Und wie geht es dann weiter in der Ausbildung? Okay, also wenn Sie sich beworben haben, wenn Sie die entsprechenden Tests durchlaufen haben, auch diese psychologische, medizinische Eignung durchlaufen haben, dann kommen Sie zu uns, dann integrieren wir Sie in einen, ja, 10-monatigen Kurs ungefähr. Das heißt, wir bringen Ihnen in den ersten 4,5 Monaten die Theorie bei. Das ist im Endeffekt sehr, sehr wichtig, weil Sie müssen erstmal wissen, ja, was Sie tun müssen, wenn wir Sie dann rauslassen, sage ich jetzt einfach mal. Also das ist so, 4,5 Monate gibt es ziemlich viel Input. Dann schließt sich die Technikausbildung an. Das heißt, Sie lernen die Fahrzeuge kennen, Sie lernen die Bedienhandlung, Sie lernen einzuschätzen, ob so ein Fahrzeug sicher ist oder nicht, ob es in Betrieb gehen kann, damit die Fahrgäste dementsprechend auch vernünftig befördert werden können. Wenn Sie das hinter sich gebracht haben, Theorie und Technik, dann gehen Sie für 40 Schichten, also für knapp 2 Monate, zu einem unserer erfahrenen Praxisausbilder, der Sie dann in der Praxis mitnimmt, mit Ihnen im Prinzip das Einmaleins der Eisenbahn erlernt, weil die Umsetzung von Theorie und Praxis ist dann doch nochmal was anderes. Dann haben Sie nochmal ein Simulatortraining, eine Prüfungsvorbereitung und dann schließen sich die Abschlussprüfung zum Lokführer an. Und wenn alles erfolgreich ist, sind Sie nach 10 Monaten Triebfahrzeugführer. Das wäre das Angebot für Quereinsteiger, aber es gibt den Triebfahrzeugführer bei der ODEC auch als Ausbildungsplatz. Genau, wir fangen dieses Jahr im September das erste Mal mit der Ausbildung zum Eisenbahn- und Betriebsdienst an. Das ist eine Berufsausbildung mit einem IHK-anerkannten Facharbeiterberuf. Die dauert 3 Jahre, hat natürlich ein paar mehr Inhalte als die Ausbildung in 10 Monaten. Aber der Abschluss ist komplett gleichwertig. Aber da geht es auch so ein bisschen darum, junge Menschen zu formen, zu begeistern. Also wir machen uns damit einfach die Tür auf, um ja, einen breiteren Zulauf und eine breitere Masse anzusprechen. Und jetzt schaue ich einem Lokführer über die Schulter bei einer simulierten Ausbildungsfahrt. Und ehrlich, mir juckt es schon zwischen den Fingern, selbst auf diesem Stuhl zu sitzen. Natürlich geht es bei diesen Übungsfahrten nicht immer ganz so glatt. Dafür sorgen Mitarbeiter der Ausbildung da draußen an den Monitoren, um dem Lokführer auch in eine schwierige Situation per Mausblick zu bringen. Aber, so Sven Reier, das ist notwendig für die Betriebssicherheit, damit der Triebfahrzeugführer in der Realität allen Situationen gut gewappnet ist.
Ich habe eigentlich noch nie so einen mobilen Fahrtrainer gesehen. Ist das einmalig in Deutschland? Also es gibt Simulatoren, gibt es schon relativ viele. Die Bahn hat relativ viele feste, die dann auch Full-Motion-Simulatoren sind. Es gibt noch ein weiteres mobiles Konzept. Alle anderen sind eigentlich stationär oder sie sind halt kleinere Lösungen, die man in einem Unterrichtsraum normal aufstellt. Aber dass man einen eigenen Fahrerstand hat mit einer festen Umgebung, da sind wir relativ exklusiv in Deutschland, neben der Captrain, die noch einen anderen Simulator, aber wesentlich größer besitzt. Zu meiner etwas ketzerischen Frage nach seinem eigentlichen Beruf kommt es wie aus der Pistole geschossen. Ich bin Lokführer und kann jederzeit auch hier bei der ODEC alle Triebfahrzeuge in allen Regionen führen. Und? War es auch ein Kindheitstraum? Definitiv. Ich bin leider einer von den Geschädigten. Nein, also ich habe meinen Traum verwirklicht und habe es auch bis zum heutigen Tag nie bereut und kann mir auch nicht vorstellen, außerhalb der Eisenbahn was anderes zu machen. Mit dieser Aussage trifft er mich doch hart. Jetzt schlagen wieder zwei Seelen in meiner Brust. Lokfahren oder filmen? Mit dieser Überlegung fahre ich weiter zum Herzstück der ODEC, die Einsatzleitung, auch kurz Dispo genannt. Hier laufen alle Fäden zusammen, die einen reibungslosen Verkehr erst möglich machen. Die hier tätigen Disponenten sind verantwortlich für die Planung, Durchführung und Nachbereitung des gesamten Zugverkehrs der ODEC. Sie sind zuständig für die interne und externe Kommunikation, das heißt, Telefongespräche mit Kunden und weiteren am Bahnbetrieb Beteiligten gehören ebenso zum Alltag wie der Kontakt zu den Mitarbeitern am Zug oder auch auf der Lok. Auch in schwierigen Situationen immer einen kühlen Kopf zu bewahren, schnell umsetzbare Lösungen bei Personalausfall, Zugverspätung oder plötzlichen Triebfahrzeugwechsel zu finden, ist Dispositionsalltag. Und das 365 Tage im Jahr rund um die Uhr. Ich ziehe den Hut vor allen Mitarbeitern der ODEC, die täglich für ihre Fahrgäste diese Leistungen vollbringen. Und damit endet der Beitrag. Ich bedanke mich an der Stelle bei allen Mitarbeitern der ODEC, die diese Dreharbeiten mit Blick hinter die Kulissen möglich machten. Der Abend ist hier in Arnstadt ebenfalls heraufgezogen und die Lokomotiven mit ihren beleuchteten Laternen sorgen für dieses besondere Flair, worauf viele gewartet haben. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich von Ihnen. Wir sehen uns wieder im September. Wir gehen nämlich jetzt in die Sommerpause. Dann mit einem umfangreichen Bericht von unserer Schwedenreise, was wir in der letzten Sendung Ihnen schon gesagt haben. Ja, und dann wünsche ich Ihnen allen auch einen wunderschönen Urlaub und wir sehen uns dann pünktlich im September wieder. Bis dahin verbleibe ich, Ihr Frank Buttig.